Sachen. Philipp Potters wohnt in München und studiert Jura. Nebenbei macht er aber auch sympathische Sachen, Freestyle in Kneipen zum Beispiel. Und Quichotte? Quichotte ist so ein richtiges Mysterium. Niemand weiß, wie er eigentlich heißt. Er hat es mal erzählt, aber ich habe keine Ahnung mehr, weil wir beide wirklich richtig besoffen waren. Und damit begrüße ich euch hier zur dritten Ausgabe der Lokalrunde bei Podium TV. Macht mal Lärm bitte! Ich begrüße euch hier natürlich in unserer aller Lieblingskneipe auf der Schanze in Hamburg. Ich begrüße euch da vorne vor YouTube. Huhu. Wir sind hier bei der dritten Folge der Lokalrunde. Wir machen ja eigentlich immer so Poetry Slam ein bisschen cool hier bei uns. Heute gehen wir aber völlig weg von diesem Poetry Slam Thema, weil wir haben uns zwar zwei Slammer eingeladen, machen mit dem aber überhaupt keinen Slam, sondern ein Freestyle Battle. Das heißt, es ist ein Slammer, den nicht nur schreiben, sondern auch rappen können. Wir hoffen es zumindest, dass sie rappen können. Wir haben sie eingeladen. Es sind Philipp Potters und hier an meiner Seite Quichotte. Einen Applaus bitte für diese beiden. Wir machen also eigentlich so ein bisschen Slam, aber irgendwie auch nicht. Wir werden trotzdem eine Regel beibehalten, und zwar, dass es eine Jury geben wird, die entscheiden wird, wer von diesen beiden Slammern dieses Freestyle-Battle für sich entschieden hat. Die Jury hat da hinten Kreidetafeln und natürlich auch Kreide und wird damit nach diesem Battle entscheiden, wer von den beiden gewonnen hat. Wir kommen aber erst später dazu. Vorher möchte ich natürlich vorstellen, wer hier eigentlich antritt. Wir haben hier zu meiner Linken aus Köln Quichotte. Quichotte, warum wirst du heute das Freestyle-Battle für dich entscheiden? Ja, ich sag mal, ich bin natürlich durch alle Feuer gegangen. Ich hatte einen Böschungsbrand bei Bremen. Und wer den Böschungsbrand in Bremen erlebt hat, und es war ein immenser Böschungsbrand, der braucht sich vor nichts zu fürchten. Und dementsprechend kann mir da dieser kleine Philipp aus München nichts anhaben. Okay, die Ansage ist gemacht. Philipp, warum bist du heute Quichotte in Grund und Boden Freestyle? Weil Quichotte erstens zu alt ist und zweitens ist der Böschungsbrand für ihn das Einzige, was noch burnt. Man muss dazu sagen, mir wurde eigentlich angesagt, Leonie, sag aber, ist nur Freestyle. Wir machen keinen Battle-Rap oder so. Ich revidiere das hiermit. Mal gucken, was passiert. Ein bisschen Freestyle, ein bisschen Battle-Rap. Wir haben vorab einen Beat gebaut auf einer Loopstation. Dieser Beat wird dann über die Loopstation abgespielt. Und die beiden werden dann darauf freestylen. Das heißt, für euch alle ist es jetzt Zeit, hier nach vorne zum Tisch zu stürmen und für Quichotte oder für Philipp euer Glas auf den Tisch zu stellen. Nach vorne bitte. So, die Gläser sind gesetzt. Es ist ziemlich 50-50, würde ich sagen. Also die eine Hälfte, wahrscheinlich die Hälfte, die für euch die Begriffe aufgeschrieben hat, glaubt nicht an euch, weil sie die Begriffe kennen. Wir müssen jetzt noch entscheiden, wer von euch beiden anfangen wird. Dafür haben wir den fantastischen Daniel mit einer ebenso fantastischen Münze. Und zwar hat sie Blume, was ist das, oder Ananas? Blume und Kopf. So, Blume oder Kopf? Ich kann das überhaupt nicht. Ich hätte gerne Blume, glaube ich. Blume? Dann nehme ich Kopf. Du kommst doch aus dem Ruhrpott. Und es ist die Blume. Damit hat Philipp gewonnen und darf entscheiden, wer beginnt. Ja, ich lasse Quichotte als älterem Herrn den Vortritt. Ich höre jetzt auf mit dem Witz, Entschuldigung. Das heißt, Quichotte wird beginnen. Das heißt natürlich, bevor du anfängst, musst du überhaupt wissen, welche Begriffe für dich aufgeschrieben worden sind. Du warst Team Grün. Das heißt, Team Grün darf jetzt einmal die Begriffe für Quichotte in die Höhe halten. Und zwar haben wir die Worte Nähnadel, Ölbohrplattform, Supernormal, Raupen, Elmshorn, Tetris, Prost, Keks, Versammlungsstättenverordnung, Blauwal, Blauwal, da hat jemand zweimal Blauwal draufgeschrieben, Suppenschüssel und Büroklammer, ja, ganz normaler Freestyle, würde ich sagen. So, das sind die Begriffe. Damit ihr aber nicht einfach ins Blaue rein freestylt, wollen wir noch ein Thema haben für Quichotte. Einfach irgendein Thema reinrufen. Magie. Magie. Das Thema ist Magie, das heißt, du musst jetzt diese 10 Begriffe in das Thema Magie irgendwie verbauen. Ich würde sagen, Beat up und einen großen Applaus für den ersten Freestyler, für Quichotte. Yes, jo, danke schön. Na, gucken wir mal. Es sind natürlich klassische Gangster-Rap-Begriffe, ganz klar.
Wir gucken, wir fangen an und es geht los, Motherfucker. Yes, yes, yo, pass auf, Motherfucker. Der Beat ist sehr leise, so muss es anfangen. Es ist Rap, wir müssen ein bisschen repräsentieren. Es geht um Zauberei. Okay, alles klar, ich glaube, ich bin high. Denn ich bin dieser Typ, der freestylt, dass man es nicht löschen kann. Fick dich und deinen Böschungsbrand. Ach nee, das war ich selber. Ich rap für Kälber, aber scheiß drauf, ich bin der Typ, ich kenn nur die Hälfte, denn ich bin der Typ, ich bin ziemlich schmal. Aber Magie ist für mich eigentlich super normal, denn ich zauber immer, weil ich glaube, ich gerne zaubern kann, denn ich hab einen relativ langen Zauberstab, oh shit. Das wird hier sehr pornös. Aber Leute sagen, sie werden bei der ersten Zeile eingedöst und sagen sich, alles klar, was der Freestyle, das hat Form. Denn ich bin der Chef einer Ölbohrplattform. Yes, yo. Verhext. Es wird geäxt. Okay, er hat die Scheiße sehr verhext, aber scheiß drauf, wenn er nachher verliert, dann wird geäxt, es ist so. Ich bin dieser Typ, ich komm vom Spreeadel. Kennt das irgendwer? Nee, ich hab eine Nähnadel. Und mit der mache ich eine Krone aus Holz. Und alle sagen sich, okay, er holte damals schon Gold. Wer ist, bin dieser Typ, ich mache Raps nur in Reimform. Ich komm aus einem kleinen Dorf näher Elmshorn. Kein Problem, es ist glaube ich an Bremen, aber kein Problem, das ist glaube ich jetzt mal gewesen. Was ist Präteritum? Denn ich bin derjenige, ich sehe den Böschungsbrand und werde dumm. Es ist einfach so, wir haben live ausgelost. Und der Podcast, der nimmt sich das Bier und sagt Prost. So ist es. Er trinkt einfach live. Und dann kriegt er den Drive. Denn er ist der Typ, der schon damals kein Spast war. Nein, nein, er fährt nach Hamburg und trinkt Astra. Er versucht das alles hier mit Suppe zu übertünchen. Aber dann fährt er wahrscheinlich schnell wieder zurück nach München. Kein Problem, er isst am liebsten Flakes, genau wie ich, und die mache ich aus einem Keks. So ist das. Ich hab dafür einen Spachtel und einen Schraubenzieher. Warum das Magie ist, wir glauben hier, wäre ein Hase gewesen. Check. Aber es ist Magie, deswegen ist der Hase jetzt weg. So ist das. Ich hab das einfach live gemacht in Brüssel, denn ich hab meinen Zauberstab, benutzt ihn mit einer Suppenschüssel. Und verwende ihn dann wahrscheinlich als Löffel, denn ich war mal im Gericht und war ein sehr harter Schöffe. Deswegen ist das so, dass es Magie eben ist. Und ich bin nicht wie der Potters, denn ich bin kein Jurist. Ich bin einfach so, ich komme wie ein Sammler und liefer Raps mit der Büroklammer, die ich auseinandergefaltet hab zu einem Stab. Und alle sagen sich, okay, Mann, warum ich Flows hab? Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, warum ich damals schlau war. Damals war ich dicker, ich sah aus wie ein Blauwal. So ist das. Weshalb auch keine Frau kam. Und alle sagen, für mich als Magier ist das sehr grausam, denn ich bin derjenige, ich brauch keinen dran zu glauben, denn ich kann mir ja eine Frau einfach live hierhin zaubern. 1, 2, 3. Gibt's auch einen coolen Zauberspruch? Ich glaube nicht, aber ich glaub genug. Deswegen komm ich an. Und ich komm mit wahrscheinlich 14 Raupen. Die verwandle ich in 17 Weintrauben und sag dann, okay, Freunde, ihr denkt, das geht nicht, aber ich hab Skills, Leute, damals wie Tetris. So ist das. Ich mach das einfach als Stab, weil ich die Reime halt hab. Alle sagen, yeah, ist doch geil, denn wir sind unterwegs und haben heute Abend Zauberstyle. Das ist eben Zauberei, ich komm nicht aus dem Ruhrpott. Wie Leonido, wir kennen das und machen einen Schurshot. Denn sie ist aus Gelsenkirchen, daneben liegt, glaube ich, Dortmund. Und ich zauber daneben eine Versammlungsstattenverordnung. Yeah, so lebt das. Das Mic ist weg und so geht das. Check, Chess, vielen Dank. Kontrahent Quichotte, Philipp. Bist du hungrig? Ruff. Hast du Bock? Ja. Hast du Feuer? Das nicht. So, bevor Philipp jetzt gleich auch freestylt, brauchen wir natürlich auch erst noch seine 10 Begriffe. Deswegen würde ich bitten, Team Orange, Begriffe hoch, bitte. Wir haben Superbude, Brandstifter, Nasenfahrrad, Eltern, Mähdrescher, 10-Tages- Vignette, kann ich mal aussprechen. Wir hatten nicht viel Bildung in Gelsenkirchen. Okay. 7 Gebirge, Frosch, Sommerloch und Bananensalat. Dieses Hamburg. Okay. Bevor du anfängst, brauchen wir natürlich auch noch ein Thema für dich. Steh ruhig schon mal auf. So, ein Thema für Philipp Potters, bitte. Essen. Essen. So, Essen. Dein Thema ist Essen. Da würde ich sagen, Beat up bitte und einen großen Applaus für Philipp Potters. Okay, yeah, der Beat ist sehr leise, Philipp Q, eine Sache vielleicht noch, ich habe als Rappername heiße ich Philipp Q, warum auch immer, das habe ich mir irgendwann mal mit 13 ausgedacht und das bleibt einfach, das ist ganz, ganz furchtbar. Yo, also ich werde zwischendurch immer mal wieder Philipp Q sagen, yeah,
Okay, okay, Keyshot, ohne Scheiß, ich zeige dir jetzt, dass ich rappen kann. Ich mache aus dem fucking Böschungs einen Flächenbrand. Yeah, und ich gehe drauf ein, ey, yo. Und wenn du rappst, Alter, dann gehst du nur ein, okay. Ganz im Ernst, was ist Hamburgs gute Stube? Es ist nichts anderes als die Superbude. Yo, und ich rappe diesen Part grad, danach fahr ich irgendwo hin auf meinem Nasenfahrrad. Yes, yo, ey, ich rappe über Essen. Etwas anderes als Essen kann man meiner Meinung nach wirklich vergessen, denn das Essen ist eine Stadt im Ruhrgebiet. Yeah, und ich fahre gerade irgendeine gute Schiene. Yeah, Essen ist aber auch ein Nahrungsmittel und ich habe das gerade betitelt und ich sage Essen, da passt ja Bananensalat grad. Ja, ich hab den Flow und ich bin am Start. Yeah, ey, ich bin krass am Start und ich flow irgendwie so wie ein Wasserfall. Yo, wenn man viel isst, dann ist man dick und wenn man dick ist, dann ist das nicht so gut. In Frankreich, da essen sie einen Frosch. Yes, yes, yo, und ich rappe in den Kopf rein, von diesem Mikrofon oben in dieses Ding rein. Yeah, und ich bin Philipp und ich kling geil. Yes, yes, yo, Philipp zu dem Kuh. Ich rappe und ich habe gerade nichts Besseres zu tun, yeah. Ey, und wenn ich bei deiner Oma klopf, dann zeigt sie mir ihr sommerliches Sommerloch. Yeah. Yeah, yeah. Mit Essen hat das irgendwie nicht so viel zu tun. Oder es hat was mit Essen zu tun, das ist ekelhaft, das sollte ich nicht sagen. Yo. Ey, ey, und beim Rappen ist dieser Beat keine Hürde, dann darauf geh ich steil, so wie im Siebengebirge. Yeah, und ich denke mir, wenn ich gerade so rappe, ich gebe irgendeinem Punk einen Schlag in die Fresse. Mit Punk meine ich so schlechten Rapper, das ist so ein Wort. Und das sagen die Leute so, als wäre Freestyle-Sport. Auf jeden Fall gebe ich den Schlag in die Fresse und der geht dann nicht mehr ab, so wie eine 10-Tages-Vignette, wenn man die irgendwie so von seinem Auto runterkratzen muss, das nervt, wenn man nach Österreich in die Berge fährt. Yeah, bei uns in Bayern, da ist Österreich relativ nah. Yeah, Eltern, das war gar nicht der Reim. Ich wollte sagen, ja, ich wollte sagen, in Österreich, bei uns in Bayern ist Österreich relativ nah. Eltern gibt's bei mir nicht, ich hab bloß eine Stiefma. Ja, das war der Reim, den ich mir gedacht hatte. Ja, ja. Und ich rap schon lange, ich denke mir, ich geh besser. Ich hau die ganze Zeit nur drauf, so wie ein Mähdrescher. Das ist eigentlich jemand, der Schafe schlägt. Haha, yeah, das ist ein guter Witz, aber gerade hat keiner gemerkt. Ja, und ich kann's bitten, ja. Ich mach Feuer wie ein Brandstifter. Aha, ja, es geht ab. Essen ist eine Sache, die ich noch nicht so viel erwähnt habe. Also sag ich jetzt noch irgendwas über Nahrungsmittel lecker. Ich bälle meine Faust, so als wäre ich Boris Becker. Beziehungsweise so als wäre ich Angelique Kerber. Ich rappe gerade viel derber als Keyshot, aber das weiß ich nicht, ob irgendjemand das gemerkt hat. Yeah, Mann, ich bin sehr krass und ich rappe gerade und ich sehr flex, Alter. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das war's, glaube ich. Dankeschön. Jetzt ist natürlich die Jury gefragt. Ihr habt hinter euch auf der Theke diese Tafeln mit diesen Kreidedingern. Jetzt müsst ihr überlegen, wer hat besser geflext, wer hat die Wörter besser eingebaut, wer hat den besseren Flow gehabt. Es geht nicht nur nach optischen Sachen, weil damit natürlich beide einfach nur gewinnen. Sondern geht echt danach, was hat euch irgendwie mehr gekickt. Ich fände es super schwer, ich fand es mega geil, weil ich auch überhaupt nicht freestylen kann. Zumindest nicht, wenn ich nüchtern bin. Deswegen alles, was ihr gemacht habt, Chapeau. So. Ihr geht in euch, ihr schafft das. Habt ihr alle eine Entscheidung getroffen? Dann sind wir jetzt alle gespannt, wer von den beiden die Lokalrunde ausgeben wird. Ich bitte um den Namen eures Favoriten auf 3, 2, 1. Umdrehen bitte. Wir haben zweimal Keyshot und einmal Philipp. Damit hat Keyshot gewonnen. Ein Applaus für Keyshot. Das heißt natürlich, ihr kennt es, dass Keyshot jetzt eine Lokalrunde Kalamodur ausgeben wird. Alle nach vorne, die auf Keyshot gesetzt haben. Holt euch euren Schnaps ab. Stürmt nach vorne. Ich verabschiede mich. Ich begrüße euch dann nächste Woche wieder bei der Lokalrunde Folge 4 im Team Battle. Und zwar Team MFG mit mir und Katja Hofmann gegen das Team Heun und Söhne mit Julian Heun und David Friedrich. Moderiert von mir und David. Die Boys werden verlieren, die Girls werden flexen. Bis zum nächsten Mal. Immer sauber bleiben. Ciao. Geht alle nach vorne. Du kannst auch eine schmeißen. Alle nach vorne, alle nach vorne, alle nach vorne.